Es ist normalerweise so, dass es eine Zusammenarbeit mit dem Künstler oder der Künstlerin und er oder sie kommt mit einer Vorstellung und dann habe ich auch Vorstellungen, ich kenne diese Räumlichkeit ganz gut und dann versuche ich zu vermitteln, wie man ihre Vorstellungen und meine Vorstellungen zusammenführen kann. Das ist ein Parcours. Und dieser Parcours muss irgendwie den einzelnen Bildgeschichten entsprechen und einen schönen Roman ergeben aus vielen einzelnen Kapiteln. Ja. Diese Kapitel müssen aber auch für sich stehen können. Ja. Also die müssen einzeln auch funktionieren. Und diese Bildwelten gegeneinander zu zeigen, auch von Bild zu Bild, finde ich schon wichtig. Werkstätten und der Galeriegedanke dahinter sind ein außergewöhnlicher Raum, kein kunsttypischer Raum, kein typischer Firmenraum. Es ist ein Zwitter und dadurch ergeben sich außergewöhnliche Möglichkeiten, weil die Wände so einen Zug haben, so eine Weite zum Teil auch von Ansichten, wenn man auch auf die Emporen hier auf die Arbeitsflächen, die Besprechungsebene geht und das plötzlich auch nochmal von Weitem guckt, ist es mittendrin wie ein Herz in diesem großen Ensemble der arbeitenden Frauen und Männer, die sich hier die Köpfe vollqualmen an Gedanken, was sie entwickeln und darin so ein Herz zu zeigen und doch ein so großes Herz ist außergewöhnlich. Mhm.